Hallo Leute, willkommen zu einem neuen LP. Also zu einem anderes LP. Ich möchte nochmal was spielen. Mache ich ja jetzt auch schon immer. Mache einfach schon was anderes auf den anderen Kanal. Also ich bin aber jetzt nur am Zocken, das ist ja bei mir. So gesagt, eigentlich ist der kein Grund mir das zu erwähnen. Ich muss das mal jetzt vorbereiten. Und dann geht's sofort los. Ach, hier mehr Adresse. Ey, ich glaube, das ist die Woche bei mir. Das müssen wir später machen. Und ich möchte gerne mal eine Parodie aus Minecraft zocken. Und das ist nämlich This Parody. Falls man das kennt. Es ist fast wie Minecraft, aber hier hat man einige andere Blöcke, die man ja im normalen Spiel hier nicht hat. Zum Beispiel könnte man hier auch perfekte Abrisshäuser bauen. Das werde ich jetzt mal das kurz zeigen, wenn das hier gehen tut. Das ist wieder. Ich habe irgendwo mal eine Festung gebaut, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. Wir sind nach aufgehen. Es ist eigentlich wie Minecraft, aber es ist auch anders gebaut. Ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Ein kleines Spider-Kill fällt mir wieder nicht rein. Findest du, die hackt das her? Sind einfach die Grafik da irgendwie besser. Wie man sieht, kann man hier aus schräge Blöcke bauen, das ist zum Beispiel also richtig angetan. Da würde ich mal, dass mir Schaden erleiden tut. Ich habe mal echt nicht so lange gebaut. Aber ich weiß nicht mehr, wo das sein kann. Ich kann euch ja mal ein bisschen in den Blöcken rumführen. Zum Beispiel ist es hier ganz interessant, dass es hier zum Beispiel sowas hier gibt. Das gibt es ja in Minecraft auch nicht. Aber zum Beispiel gibt es hier Säureblöcke, die finde ich auch richtig interessant. Also, sozusagen mit Säure zu bauen. Da warte ich immer noch bei Minecraft Original, bis er richtig mit Säure bauen kann. Es ist eigentlich fast wie das normale Minecraft. Ich finde die Grafik aber hier besser. Ich finde, das ist, sieht fast so aus wie, wie sagt man jetzt, sieht fast so aus, als würde man hier mit, Optifine, glaube ich, hieß der Mod. Problem ist, dass ich gar keine Mods mehr habe, weil ja, ob man hier Schaden da rein tut, weil wie so gesagt nur kreativ, da kann man eigentlich nur bauen. Ich gehe jetzt mal einen anderen Block aus. Also der Cobblestone bleiben. Cobblestone. Die baut man jetzt hin. Also wie das sind jetzt die Blöcke. Mal überlegen. Achso. Der Hund ist ein wenig anders, sorry. Steuerung ist hier ein wenig anders. Ja, geil, wenn man hier Blöcke, also wie gesagt, Wände ziehen kann. Aber das braucht man ja auch bei Minecraft. Geht ja bei normaler Minecraft ja auch nicht mit Wände ziehen. Es geht normalerweise bei Mod-Programmen, ich weiß also genau, dass bei Mod-Programmen ich bin ja noch ein bisschen fail mit der Steuerung, aber wie gesagt, die Grafik ist ja wirklich anders, also das ist mal hier ein guter Vorteil, weil zum Beispiel kann man hier auch, wenn man mal so gesagt ein paar Stunden Zeit hat, kann man mal hier ein bisschen verweilen, wenn mal, wie gesagt, jemand zum Sperren einfällt. Das
gibt ja auch so eine andere Minecraft-Parodie, die nennt sich Frickfrost. Aber von die habe ich schon jahrelang nichts mehr gehört. Also das ist schon nicht, aber ja, ist mindestens schon 2-3 Jahre nicht mehr aktiv. Und wieso an dieser Frickfrost überhaupt die Verlangen für dieses Spiel ist, also sagen kann ich das so gesagt. Hier wollte ich jetzt wieder hören, dass Mario Kart 64 zocken, aber das mache ich morgen. Ja, Mario Kart 64 gibt es ja bloß 4 Runden. Ich weiß nicht, ob es ein Hack von Mario Kart 64 gibt. Ich weiß bloß, dass es Hacks aus Mario 64 gibt. Das habe ich früher mal gerne als Kind gesehen. Die Mario 74 und Starby Mensch, das ist ja. Das ist ja wirklich so ein richtiger Mario 64 Hack. Ich meine, die Grafik sieht genauso aus wie normal M64. Es soll sogar schon ein Mario 64 PS Hack geben. Aber schade, dass das einzige wirkliche Spiel ist, was noch veränderte Versionen hat, weil ehrlich gesagt, ich gerade nicht immer durch nach Donkey 64 Hack. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, Donkey Kong 64 ist ja nicht so. Kennt wieder, aber so bekannt ist das Spiel auch leider nicht. Gut an diesem Discovery ist hier, dass es keine Zombies und keine Creepers gibt, weil könnten wir schon die Laune verderben. Wie man ja weiß, also wie ich noch weiß aus der Version 1.8.8. Wie war das? Wie sieht eigentlich der Grafik jetzt aus? Ich könnte ja mal auf Tag gehen. Naja, die Blöcke kann man nicht so erkennen. Was kaufen. Ich weiß aber nicht mehr. Hier ist man aber nur am Kreativ drin. Also hier gibt es kein Survival, hier gibt es kein Adventure Mode. Obwohl Adventure irgendwie so scheiße ist. Naja, also in der Show finde ich Adventure Mode eigentlich gut. Also darüber kann man nicht sagen.
Aber ich sehe nicht so gesagt, ob überhaupt sich Leute überhaupt noch für so eine teilweise ein Spiel interessieren, also für so eine Parodiespiele. Denn es gibt so viel Minecraft-Parodien auf der Welt. Es gibt sogar schon, dass mich für Sänger mal früher gezockt. Der hat immer hier so ein 2D-Minecraft mit dem Auto gezockt. Oder sogar Werbefarm und das war so, der war auch so eine App. Sag mal so, eigentlich kann man sagen, dass Minecraft sogar verrückt als von Mario ist. Ich meine, es kommt ihm selbst Minecraft ins Haus vor. Das ist auch schon was, wieder was ansehbar ist. Super Mario ist nicht einmal ins Haus vorkommen, ich weiß, er ist nicht einmal vorkommen, außer als Verarsche. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt gerade Minecraft da eingebaut haben und da so eine richtige Folge daraus gemacht haben. Obwohl Super Mario eigentlich ja jetzt nicht älter ist als Minecraft. Ich meine, das gab es schon. Ich dachte schon vor der Wende Super Mario. Also 1995 oder 91 gab es das Spiel schon. Und Minecraft ist nicht 2009 rausgekommen, aber also, was sagt man jetzt dazu? Kann man das jetzt erklären? Also ich weiß nicht, ob jetzt Minecraft um die 20 Jahre schafft. Weil wenn da eh noch die Updates aus dem Kopf ausgehen, dann weiß man ja auch nicht, was man so gesagt weiter bauen muss. Weil die haben uns auch wenig Optionen in der Vollversion 1.12, also man kann da nur wieder färben, so wie in der Name ist Update, das ist von 1.7 nicht rein. Ist doch erstmal egal. Aber wie gesagt, also die letzte größte Update war ja in Minecraft die 1.9. 1.10, 1.11 ist ja bloß, Also der erste 12 ist auch nicht allzu groß, der erste 8 war auch nicht so groß wie die Meerestempel, der erste 7 war groß, der erste 6 ging eigentlich, der erste 5 Version Update war ja klein, ja, weil man da ein bisschen Löschungsfeld noch gemacht hat. 1.4 ist schon das Fairy Update gegen, 1.3 war wieder bloß klein. 1.2 war dann wieder mehrteilig, weil die haben in der 1.2.5 dann noch die Farbe der Holzblöcke herstellt. Das könnte ich eigentlich nur schon 1.2 machen, aber die 1.2.5 und 1.7 ist eigentlich so gesagt ja, mehrteilig, weil es kam in der 1.7 dann auch noch in den Zwischenabwechsel 1.7. Ich habe nachher auch noch Veränderungen raus, weil ich nicht welche Art von Veränderungen. Weil ich hab Minecraft auf PC erst mit 1.10 gekauft. Und davor hatte ich da ein paar neue Köpfe darunter und da bin ich dann mit 1.6 reingekommen. Ich weiß, dass es Gang, ich weiß, dass es irgendwie für die Launcher und die Downloads jetzt von Minecraft, aber da würde ich euch raten, ein bisschen vorsichtig zu sein, weil manchmal kann man diesen Download immer blöde Optionen dazu installiert, so wie unerwünschte Internetseiten und unerwünschte Homepages. Da würde ich aufpassen, was man sich darunter zieht. Obwohl ich eigentlich auch wieder davor hatte, Minecraft Alpha oder Beta zu zocken. Ich wollte auch versuchen, wieder mein Modpack erst herzustellen. Wenn ich jetzt den PC wieder habe, also die wollte ich eigentlich versuchen, dass ich wieder die Beta 1 und 3 zocken kann. Da dann weitermachen werde mit der Singleplayer von uns zu. Darauf habe ich uns irgendwie so gesagt ein bisschen Bock. Wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Ich weiß nicht, also ich kann es nicht sagen. Ich bin nur mal blöd zum Spiel, wie da ich das nicht. Aber ich kann nicht verklären, was geht mir her. Nee, alles was ein ernsthaftes Thema spielt, liegt dann wirklich nicht. Also ich war von sowas einfach nicht begeistert. Ich ist, dass die meisten sagen, so Lust, wir machen das Pflicht, aber ey, Leute, dann soll sich so nichts, dann soll sich so Kindersachen zwingen lassen. Also, ob man wirklich nicht unterbieten kann, ist eine Einweise in der Psychiatrie, kann man nicht verhindern. Aber Schule wird aber, Sekundarschule würde ich wirklich niemals machen, also. Könnte ja sein, dass ich ein voller Spiri bin. Aber dann ist das nun mal so. Nein, da guck mal, wir sind hier in den 30er mehr, wo man sowas machen muss. Es gibt ja schon selbst Arbeitsprogramme für Leute, die mit einem Abgang folgen müssen. Wir sind hier in den 30er mehr, wo der Minibad-Spritzer rumläuft, also.
Den kann man jetzt mal nicht trinken. Ihr seht, dass man den Mini-Bagage schon mal sehr viel nachgehabt wird. Da gibt es ja auch noch einige Vereine oder Gruppierungen, aber da wollen wir jetzt nicht weiter erwähnen, weil ich mit dieser Thematik doch ein bisschen abgetreten. Ja, das weiß ich selber auch, weil wie gesagt, wenn ich jetzt über den Mini-Bagage reden würde, dann würde ich erstens die Community-Verletzungen verursachen und zweitens würde ich die Leute verstecken und erstmal nicht verletzen. So gesagt eben, das, ja. Es ist einfach schwierig, da drüber zu reden, weil da ist ja der Bayer wirklich ein Verbrecher, wie der aber nach unten da. Also das bleibt nicht offen. Wir nehmen das halt wieder dumm und kommen nach der Dinger und sagen, deshalb ist das Kind hier mal nicht verboten. Ich kann das zeigen, mein Herz. Es ist ja nicht so gesagt, ob ihr noch die alten Spiele kennt. Ich meine, okay, Nintendo, der hat ja auch Benzo, die Benzo-Kerne gezockt. Und ich meine, das Instrument Benzo, das geht nur gegen Spiele, das heißt so. Obwohl ja doch 800.000 Abos hat, sind da aber auch nur ein Bruchteil Zuschauer drauf. Sind 60.000-50.000. Das heißt, ja, eigentlich auch 60, dass ich da nicht so viel Leute, weil... Wenn man dagegen mal so kann, ach ja, so eine große Super-Bidon-Tendel sieht, dann sind ja dann eine Menge an Zuschauern. Aber jetzt bei Benzo-Tendel oder Benzo-Spielen waren es bloß 160.000. Jetzt sind ja nicht, jetzt sind ja unter dem 10. von den Abo-Anzahl. Die Idee ist, also Benzo ist auch innerhalb der Tendel mal erklärt, wie viel ist die Nerv eingefahren. Aber ja, eigentlich ist ja Benzo-Tendel so einer der ersten 3D-Spiele. Ja, okay, das ist einer der ersten, das hat er ja auf jeden Fall. Mario Kart 64 ist wirklich älter. Der kam ja schon 1966 raus. Und die Sega Master System hat ja auch schon aufgerannt. Okay, da war die Grafik noch sehr miserabel, aber Leute, wenn man jetzt in den... Wenn man jetzt in den... Wenn man jetzt in den 80er leben tut, dann wäre so ein Sega Master System genauso teuer wie heute die Xbox One. Also, selbst zu Grenzzeiten gab es schon Konsolen. Ich weiß, dass die Leute so viele Jahre sowas nicht hatten, weil ja, wenn ich mal zu Behörden Probleme habe, aber es gibt schon Konsolen, das ist so gemacht. Also die Spielkonsolen selbst älter als ich, muss man sich mal vorstellen. Die Teile sind älter als ich, die sind älter, die sind älter als was älter als immer YouTuber. Ja, das ist ein Wahnsinn. Also, von der DDR habe ich mal so mit den Onkels gesprochen, da die wussten gar nicht von Spielkonsolen, die wussten nicht mehr von der Sega. Die Sega ist so ordentlich, dass der Wendel aus dem Reinekommen, weil man weiß ja nicht warum. Die DDR hat wirklich sehr viel verboten, also die hat schon manche Sachen nicht zugelassen, so wie Westkultur oder Westradio. Habe ich alles noch so mit meiner Tante war mit den Onkels gesprochen. Ich wusste ja wirklich sehr viel Bescheid. Ich war noch eben neugierig. Was wieder früher alles verboten war, was heute erst alles erlaubt ist. Ich meine, selbst Schulschwänzen würden mir das so dramatisieren. Guck mal, wenn ihr Schulschwänzen tust, ironische Therapeuten. Früheren Zeiten bin ich so ein Sprachkind dafür gekommen, hat die Onkel mal gesagt. Das ist echt ein Wahnsinn. Oder an anderen Sachen nicht erlaubt. Ich meine, die wollen irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber die wollen irgendwie das Cannabis-Gesetz irgendwie verändern oder irgendwie verändern. Ich rede darüber auch nicht so viel, weil ich denke mir die nötigsten Nachrichten hier sind wieder nicht Trump, weil ich bin da neugierig, was der Trump so alles machen tut. Ob da noch Veränderungen gibt oder nicht, da bin ich sehr neugierig, was mit Trump so alles, was Trump so alles veranstalten tut. Der ist ja auch nicht gerade so, ist so beliebt. Er ist USA-Präsident, aber gerade von jedem gemocht ist er auch nicht. Ja, aber das ist ja unterschiedlich, sind ja unterschiedliche Meinungen. Eigentlich will ich einfach wissen, was Trump noch so veranstalten tut. Da bin ich einfach sehr neugierig, also... Da kann ich wirklich kein Blatt vor der Fresse legen und sagen, es interessiert mich nicht. Eigentlich interessiert mich Donald Trump schon ein bisschen, was der so machen tut. Ja.
Weil das mein Präsident ist, der ein bisschen ernsthafterer Meinung ist und ja, der lässt sich eben nicht so viel gefallen wie Obama, kann man so sagen. Ja. Ja, ist wie gesagt, also der Donald Trump ist am Ende auch ein bisschen engstirniger. Also ein bisschen ernsthafter, kann man sagen. Man sollte über den auch keine Witze reißen, weil dann kann man den erst recht zum Konflikt auch herausfordern. Das fand ich auch ein bisschen doof, dass die in Köln da Donald Trump mit diesen Minibart-Fritzen verkleidet haben. Das finde ich so gesagt ein bisschen doof, weil ich glaube nicht, dass Trump mit denen Vergleiche hat, weil erstens, Trump begeht kein Völkermord und zweitens ist Trump einfach nur strenger und dagegen kann man nichts machen. Ich weiß nicht, was das in Köln da ein Umzug sollte, warum die ihn da so als Minibartfritzen da verkleidet haben. Eigentlich wäre sowas rassistisch und auch intolerant, weil vielleicht ist Trump ein bisschen härter, aber er ist nicht der Minibart-Mensch, also wer würde das heutzutage schon sein? Manche Gruppierungen, okay, die lasse ich denn sowas machen, da halte ich mich raus, aber ich glaube nicht, dass Trump so schlimm ist, weil er hat eben andere Vorstellungen, Es gibt Leute, die glauben was, es gibt Leute, die glauben nichts, es gibt engstirnige Leute und ich glaube, da kann man nichts gegen ändern. So, wie es weitergeht im nächsten Part.